zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch mal so meine Nagellack-Aufbewahrung zeigen. Da mich ja einige gefragt hatten, dachte ich, ich mache ein kleines Video und wünsche euch viel Spaß mit dem Video, denn jetzt geht's auch schon los. Ich hoffe, ich kriege das auch irgendwie ganz drauf. Ich blende euch aber das auch nochmal ein, damit ihr das sehen könnt. Ich habe das nämlich ja auf Amazon bestellt und ich blende euch das dann einfach mal ein. Ja, das ist extra für Nagellacke gedacht als Aufbewahrung. Man kann es aber auch ja für Beauty-Produkte verwenden und ich möchte euch das einfach mal gerne zeigen. Denn hier drinne habe ich meine ganzen Essie-Nagellacke. Das zeige ich euch gleich. Zuerst mal fange ich hier mal an, hier oben. Das kann man dann einfach so öffnen. So. Ich muss im Chor, wie ich das jetzt am besten jetzt ganz drauf bekomme. Aber ich zeige euch erstmal das hier, würde ich sagen. Oder hier oben eben ganz kurz. So. Hier oben habe ich, wie ihr sehen könnt, so, ja, Dotting-Tools. Dann habe ich hier so ganz dünne, feine Pinsel. Und dann habe ich hier noch so, ja, Nagelfeilen. Nichts Besonderes jetzt. Und hier habe ich auch noch so ein bisschen Zubehör. Ja, das kennt ihr auch. Zehenspreizer, wenn ich mal meine Fußnägel lackiere. Das mache ich ja auch öfters. Und dann habe ich hier so einen Stempel. Das war so von Essence, so ein Set mit Nail Art Stamping. Mit Schablonen dabei. Die habe ich hier alle drin. Das zeige ich euch gleich einfach. Ich lege das erstmal hier an der Seite. Dann habe ich hier noch so einen Nagelpuffer. Da habe ich noch ein paar mehr von. Aber den einen benutze ich jetzt. Und die anderen habe ich dann auf Reserve. Die muss ich hier nicht alle drin haben, da ich ja erst immer eins benutze. Und wenn das dann, ja, nicht mehr so gut ist, dann kann ich das austauschen. Das war nämlich so ein Set gewesen. Kann ich euch vielleicht auch nochmal einblenden. Und dann habe ich hier ja, Stamping Art. Und dort habe ich alle meine Schablonen. Ich habe auch Nagelsticker, wie ihr sehen könnt, aber die mag ich nicht so gerne. Ich mag lieber eher zum Draufstempeln. Und zwar, ja, ich kann euch die einfach mal so zeigen. Eben so im Schnelldurchlauf. Weil das sind doch schon recht viele. So, mit Schmetterlinge. Ja, ich möchte da jetzt auch nicht alles jetzt genau zeigen. Aber man hat viel Auswahl. Hier so mit Rosen. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Video machen und euch das einfach zeigen. Und hier hinter habe ich dann noch ein paar von Essence, die ich hier mit reingetan habe. Ich kann euch das auch vielleicht nochmal einblenden, weil das hatte ich mir auch auf Amazon bestellt gehabt. Finde ich ganz toll, ne? Ja, mehr brauche ich auch nicht. Und wie gesagt, hier habe ich noch ein paar Nagelsticker. Die habe ich, glaube ich, mal geschenkt bekommen. Ich weiß das gar nicht. Aber wie gesagt, ich mag lieber zum Draufstempeln. Dann habe ich hier noch mal von Art Deco so Nail Art Cream. Das benutze ich auch sehr gerne. Kann ich auch weiterempfehlen. Finde ich super. Und ja, das war hier auch noch übrigens mit dabei. Außer die Flasche mit den Strasssteinchen. Das habe ich da jetzt reingetan. Denn hier kann man das mit, ja, draufstempeln. Ne? Und dann habe ich diesen ja auch. Ich habe euch mal ein bisschen runtergekippt, dann könnt ihr das so noch mal ein bisschen besser sehen. Ja, ich habe hier auch noch ein bisschen Glitzer. Dann habe ich hier noch so eine Nagelfeile von Essence. So eine kleine. Ich glaube, die war mal im Adventskalender. Dann habe ich hier auch noch eine Nagelfeile von Essence. Ja, und zwei so Nagelknipser. Hier. Ja, mehr habe ich hier jetzt auch nicht drin.
Und das ist nochmal für die Schablonen, um das Nagellack dann abzuziehen, wenn man das da dann drauf macht. Das kennt ihr bestimmt auch, wie das funktioniert. Ja, hier ist nochmal so eine Anleitung. Stamping Nail Art Collection. Ich finde das mega. Und man produziert ja auch nicht wirklich Müll, weil wenn man sich immer Nail Art Sticker kauft oder so, ne? So hat man hier, ja, diese Schablonen. Und man hat auch viel Auswahl. Ist natürlich eine Übungssache, aber das klappt dann mit der Zeit. Ja, und das kommt ja auch immer drauf an, was für Zubehör da dann mit bei ist, ne? Und wie das denn hier drauf klappt, weil nicht immer ist das dann hier gleich drauf. Da muss man dann schauen für sich, was man da am besten verwendet. So, ich packe das hier mal wieder rein. Das war das. So, da seht ihr das dann auch nochmal, die Pinsel, ne? Und die anderen Nagelfeile, das kann man hier einfach so reinmachen. Gebe ich euch mal wieder ein bisschen runter. Und nun, hier kommen jetzt meine Essie-Nagellacke. Tada! Ich gebe euch ein bisschen runter. So. Ja, ihr seht ja auch so die Farben, also die Namen von den Nagellacken. Hier habe ich so einen weißen. Hier so ein Zitronengelb. Ja, Zitronengelb. Nicht ganz, ne? Dann habe ich hier noch so eine schöne Farbe. So ein pastelllila Ton. So helles Rosa. Das ist auch eine schöne Farbe. Aber ich blende euch das einfach dann ein, weil das kommt jetzt gar nicht so schön rüber. Dann habe ich hier noch so einen schönen Rosa mit Glitzer und Schimmer durch. Aber so seht ihr das. Ja, wenn ich ein bisschen näher rangehe vielleicht. Aber ich blende jeweils auch noch ein Bild dazu ein. Hier seht ihr auch die leichten Glitzerschimmer drin. Ich liebe sowas. Und das sind genau meine Farben. Das ist nämlich auch eins, ja, meiner Lieblingsfarben, die hier. Und die hier. Das ist so ein Schimmer. Und was ich drauf habe, das zeige ich euch aber auch gleich. Das ist so ein, ja, bäriger Ton, würde ich sagen. So ganz dunkel. Finde ich auch schön, die Farbe. Hier auch. So eine Mischung, ja, aus Rot und Pink, würde ich sagen. Rot-Pink. Dann habe ich hier noch so einen schönen Lieblingsmensch. Steht ja auch immer oben drauf, falls euch das interessiert. Das ist auch eine schöne Farbe, dieser Rotton. Ihr seht, ich habe das auch so ein bisschen nach Farben sortiert, ne? Das ist auch rot, kommt aber eher so schwarz rüber. Aber man sieht das hier so ganz leicht. Rot-lila. Ganz dunkel. Dann hier. Das ist auch eine schöne Farbe. Gefällt mir auch ganz gut. Sowas trage ich ja auch eher so im Herbst. So dunkle Töne. Und das habe ich übrigens jetzt drauf. Ich glaube, das war mal so eine limitierte Edition von Essie. Ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung. Aber das ist auch so ein schönes Pastell-Lila mit Schimmer. So ein bisschen irisierend, wenn man das so hin und her bewegt. Kommt auch gut rüber in der Kamera.
Dann habe ich hier noch einen lila Ton, auch Pastell. Dann habe ich hier so einen ganz dunklen Lila. Lila-Blau schon fast, ne? Dann hier noch. Ja, das ist wirklich richtig lila. Mit ganz bisschen Blauanteil. Aber ganz dunkles Lila. So, dann mache ich hier diese Reihe weiter. Das ist auch ein schönes Lila. Schaut mal. Der ist übrigens matt. Den kann man auch matt tragen. Aber man kann ja auch einen transparenten Nagellack drüber geben. Dann hat man den glänzend. Finde ich auch mega schön, die Farbe. Und das ist auch mal toll hier. Das ist auch eins, ja, meiner Lieblingsfarben. Diese hier. Schaut mal, auch wieder so mit Glitzerpartikel. Sehr schön. Dann habe ich noch mal denselben. Ihr seht das. Schaut mal. Der ist schon etwas älter. Ich weiß gar nicht, 1-2 Jahre. Ist aber noch flüssig und lässt sich auch gut auftragen. Aber schaut mal, wie die Farbe sich verändert hat. Und ich habe die nie irgendwie so in der Sonne oder so gelagert. Ich hatte die immer in Schublade. Aber der ist ja mal mega krass ausgeblichen. Sehr merkwürdig. Hattet ihr das auch schon mal? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Aber man kann ihn ja auch so als grau verwenden. Mal gucken, ob das denn bei dem auch passiert. Den habe ich jetzt nachgekauft. Ich wollte mal gucken. Ja, mal schauen. Dann habe ich hier noch sowas. So nudefarben, finde ich auch schön, trage ich auch sehr gerne. Dann hier mit Glitzer. Birthday Girl, ist auch eins meiner Lieblingsfarben. Dann noch diese Farbe hier, Ladylike, mag ich auch total gern. Ich muss mal schauen, wie ich das dann einblende. Vielleicht immer hier an der Seite. Ich hoffe, ich habe da genug Platz gelassen. Nachher mal schauen bei der Bearbeitung. Dann diese Farbe noch. Auch wieder mit Glitzerpartikel. So Gold. Seht ihr hier ja auch. Gold, Rose Gold so ein bisschen. Auch mega schön. Dann noch diese Farbe. Die habe ich auch schon etwas länger. Dann habe ich hier noch so einen schönen, ja, Mintgrün. Sehr schön. Auch wieder mit Glitzer und Schimmer. Das liebe ich auch. Da seht ihr nochmal die Farbe. Und das ist auch mal mega. Schaut mal. Die finde ich auch richtig cool. Schönes Blau. Gefällt mir sehr gut. Dann habe ich hier noch einen schwarzen. Von Essie. Und zu guter Letzt habe ich hier noch so einen, ja, nudefarben auch noch. Ladylike habe ich zweimal. Sehe ich jetzt gerade. Aber nicht schlimm. Ich meine, ja, zweimal. Ja, da. Zweimal. Zwei gleiche.
weil den trage ich öfters. So mal. Das war's mit meinen Essie-Nagellacken. Ich habe natürlich noch ein paar weitere Nagellacke, aber das sind gar nicht mehr so viele. Ich glaube 4 von Catrice und von Maybelline habe ich noch 2. Die habe ich auf einer Kommode stehen. Auch so eine kleine Deko-Tablettschale, der so ein bisschen verspiegelt ist mit Goldrand. Aber das blende ich euch einfach mal hier dann ein. Ja, die hole ich jetzt nicht extra noch runter. Und ja, ich würde sagen, ich beende das Video. Und ja, 30 Nagellacke passen hier rein. Ach so, und man kann dies auch natürlich rausnehmen. Ich würde sagen, ja, dann beende ich das Video. Ich zeige euch das noch einmal so. Ich finde das richtig toll. Und die sind hier ja auch geschützt drin, ne? Ja. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Und dann war es das jetzt auch mit dem Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.